Der Tagesordnungspunkt 4 wurde die Drucksache zurückgezogen. Deswegen kommen wir zum Tagesordnungspunkt 5. Nachwahl eines stellvertretenden Mitglieds der Landespersonalkommission. Nach § 99 des Hessischen Beamtengesetzes vom 27. Mai 2013 wählt der Hessische Landtag 7 Mitglieder und 7 stellvertretende Mitglieder für die Landespersonalkommission nach den Grundsätzen der Verhältniswahl. Nach § 99 Absatz 2 des Hessischen Beamtengesetzes tritt der gewählte Stellvertreter für den Rest der Amtszeit an die Stelle des Mitglieds, sobald ein Mitglied vor Ablauf der Amtszeit aus der Landespersonalkommission ausscheidet. Aufgrund des Ausscheidens von Herrn Hans-Jürgen Irmer aus dem Hessischen Landtag ist ein stellvertretendes Mitglied nachzuwählen. Die Fraktion der CDU schlägt mit der Drucksache 5376 aus 19 Herrn Abg. Frank Steinraths als stellvertretendes Mitglied für das Mitglied Herrn Abg. Joachim Feilmann vor. Weitere Vorschläge werden nicht gemacht. Der Wahl durch Handzeichen wird auch nicht widersprochen. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer dem Wahlvorschlag Drucksache 5376 aus 19 zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen CDU, FDP, Bündnis 90, die Grünen und SPD. Gegenstimmen. Und, Entschuldigung, zugestimmt hat auch die fraktionslose Abgeordnete Öztürk. Gegenstimmen. Enthaltungen. Bei Enthaltung der Fraktion DIE LINKE ist damit Herr Abg. Frank Steinraths als stellvertretendes Mitglied in die Landespersonalkommission gewählt.